Gott grüßt die Kunst, war die traditionelle Grußformel in Setzereien und Druckereien. Der Beruf des Schriftsetzers ist so gut wie ausgestorben. Viele seiner Tätigkeiten hat heute der Mediengestalter übernommen. Auch Joachim Dörr übt seinen erlernten Beruf nicht mehr aus, obwohl er in seiner Familie lag. Das ist mein Großvater Peter Georg an einer Linotype-Setzmaschine. Er war lange Jahre bei der Saarbrücker Zeitung Maschinensetzer. Ich bin schon als Kind mit dem Beruf des Schriftsetzers in Kontakt gekommen und mir war dann sehr früh klar, dass ich diesen Beruf erlernen werde. Das ist mein Gautschbrief, den habe ich 1979 erhalten, nach Ablegung der Gesellenprüfung als Schriftsetzer. Ich darf mich seither Jünger Gutenbergs nennen. Das bin ich bei der Gautschfeier. Dabei wird man in eiskaltes Wasser getaucht, auch mit dem Kopf nach unten. Nachdem ich wieder aufgetaucht bin, muss ich einen halben Liter Bier auf einmal trinken. Damit bin ich dann in die Zunft der Jünger Gutenbergs aufgenommen. Der Handsetzer arbeitet in einer solchen Setzerkasse. Auf einer schrägen Ablage waren die Setzkästen mit den Typen angeordnet. Das sind Buchstaben, Satz und Sonderzeichen. Die häufig gebrauchten Lettern wie A, E, D, M und N lagen in Griffen her, die seltener vorkommenden etwas entfernter. Die Typen waren nach Schriftfamilien und Größen geordnet. Es gab Setzkästen für Antiquaschriften mit 116 Fächern und für Frakturschriften mit 125 Fächern. Neben den Typen waren der Winkelhaken und die Setzerahle wichtigste Werkzeuge des Handsetzers. Die Arbeit des Setzers beginnt damit, dass er am Winkelhaken, der einen verstellbaren Schieber hat, die geforderte Zeilenlänge einstellt. Ich stelle eine Zeilenlänge von 16 Cicero ein. Die Schriftgrößen trugen oft abgeleitete Namen. So ist die Schriftgröße Cicero angeblich darauf zurückzuführen, dass der Setzer und Drucker Peter Schöffer 1466 für den Druck der Briefe des römischen Staatsmannes Cicero diese Schriftgröße verwandt hat. An einer Type lassen sich mehrere Merkmale unterscheiden. Kegel nennt man den Metallkörper, der das Schriftbild trägt. An der Grundlinie, auch Schriftlinie genannt, werden die Typen ausgerichtet. Auf der vorderen Schaftseite trägt jede Type eine Einkerbung, die Signatur. An ihr erfüllt der Schriftsetzer die richtige Orientierung der Type und auch ihre Schriftgröße. Ich setze jetzt einen Text im Blocksatz. Die Zeilen setze ich aus den Typen zusammen. Ein Text im Blocksatz schließt rechts und links mit einer geraden Linie ab. Die Zeilen müssen mit nicht druckendem Material, dem sogenannten Blindmaterial, aufgefüllt oder, wie wir Setzer sagen, ausgeschlossen werden. Die Höhe des Schriftkegels bestimmt das Maß für das Blindmaterial. Ein Geviert ist ein Quadrat mit der Seitenlänge der Schriftkegelhöhe. Durch wiederholte Halbierung erhält man Halbgeviert, Viertelgeviert und so weiter. Normalerweise wird der Zeilenabstand durch die Typen geschaffen. Der Text ist dann kompress gesetzt. Soll jedoch ein größerer Zeilenabstand eingehalten werden, wird mittels Stegen zwischen den Zeilen ein Durchschuss eingefügt. Pro Stunde konnte ein guter Handsetzer 1500 Zeichen setzen. Das entspricht etwa einer Buchseite. Ich setze dann den Winkelhaken hier ab und den fertig gesetzten Text auf das Setzschiff. Das ist eine Metallplatte mit zeitlichen Begrenzungen. Auf ihr kann ein Satz hin und her geschoben oder auch mit Schließwerkzeugen fixiert werden. Mit der Kolumnenschnur wickle ich den Satz so ein, dass ich ihn verschieben kann. Ich kann ihn beispielsweise auf die Abzugpresse legen, also mit der Hand transportieren. Dazu wickle ich die Kolumnenschnur um den Satz herum. Um das Ende zu fixieren, brauche ich die Ahle. Jetzt kann ich diesen Satz hin und her tragen bzw. in der Fläche verschieben.
Ich kann ihn so wie hier auf die Abzugpresse schieben, um einen Korrekturabzug anzufertigen. Der Setzer lässt von dem fertigen Satz eine Korrekturfahne abziehen. Der Text wird auf Fehler geprüft und der Satz korrigiert. Der Handsatz ist jetzt korrigiert. Damit ist die Arbeit des Schriftsetzers beendet. Der Druck kann beginnen. Thank you.